Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dein Chris und der Epic Leilani. Viel Spaß! Hat er jetzt gesagt mit mir, Lion Priest und der Epic Leilani? Nein, Lion Chris. Ich hab verstanden. Hallo und herzlich willkommen mit mir, dem Lion Priest und der Epic Leilani. Hat er nicht mal eiskalt ignoriert, Alter. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir sind wieder hier in derselben Session und jetzt guck mal, der rennt hier um uns rum. Wir haben eine Quest abzugeben bei Shootian und das machen wir jetzt. Und jetzt machen wir wieder eine Dreierkonstellation beim die Sprechen. Die Gier des Marlon Clans 3. Hey Kapitän, ich habe die Mission beendet. Mein Kind, du bist der Beste oder bei dir die Beste. Nee, bei mir steht auch der. Ja? Das Spiel ist einfach nicht für Frauen gemacht. Total jeder doof. Lob deinen Mut! Jetzt können wir uns was aussuchen. Furor Tier 1. Was ist denn Furor? Bringt dir Stärke plus 24 und die kritische Rate plus 1%. Okay, ich nehme aber das Geschicklichkeit hier. Nein. Warum nein? Ich würde an deiner Stelle Schutz nehmen. Okay, dann nehme ich Schutz. Ja, ich nehme Furor. Ist für mich das Bessere. Alles klar. So. Wie großartig wäre es, wenn unser Dorf voll solcher mutiger junger Leute wäre wie du? Weiter. Nein. Ich denke, es ist noch ein wenig zu früh für solche Lobgesänge. Der Malone-Clan. Sie sind noch nicht alle verschwunden. Daniel, du bist dran. Das war nicht dabei. Lay. Ja, du hast recht. Solange wie ihr Anführer Malone existiert, werden sie mit ihren Verbrechen nicht aufhören. Ja, so ist es. Wenn wir nur 10 junge Abenteurer wie dich finden könnten, dann wäre es nicht schwer, Malone zu besiegen. Bitte besiege Malone für Eldarin und bring uns den Frieden zurück, den wir einst hatten. Ja, ich denke mal, das ist jetzt auch wieder so eine Kingdom Quest, oder? Nee, das ist keine Kingdom Quest, das ist der Bababus, der Endboss. Okay, bei den Malone zumindest. Ja, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun. Was? Ja, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun. Ja, ey, weißt du was? Ich habe 7%, 97% Experience. Ich habe 85. Haha, ich steige schneller auf. Wir den dann mal eben, ja, lass uns den killen. Sehr cool. So, Daniel, du darfst aber nicht angreifen. Du kannst uns höchstens heilen. Ja? Aber, ja? Machen wir das? Machen wir jetzt so eine richtige Bish-Bash-Bim-Bam-Bam und so? So richtig mit Taktik und so. Boah, geil. Wir haben ein Preezy bei uns. Ein Preezy-Freezy-Beezy. Geil. Ich muss das nur ein bisschen koordinieren, weil ich habe irgendwie Fails mit meinen Attacken hier. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich muss stärker werden. Ich muss stärker werden. Wo müssen wir denn hin? Rumen. Schon wieder? Hey, du hast die Kamerasichttaste bei dir irgendwie ganz nah immer, ne? Ja. Ein kleiner Tipp, ich würde halt immer weiter weg machen, dann hast du so eine bessere Übersicht, was so... Das stimmt. Also müssen wir jetzt also quasi wieder dahin, wo wir vorhin die ganze Zeit waren. Da muss ich übrigens noch ein paar andere Sachen machen. Genau. Ne? Ja, da habe ich noch ein paar Quests die gehabt. Quest, die du vorhin angenommen hast. Ja. Weißt du, ich guck so, also der Daniel, der ist neben mir am Zocken. Wir haben noch von der LAN-Party, hat er noch seinen Schreibtisch bei mir im Zimmer. Dann guck ich so, im Spiel kommt der Daniel einfach nicht. Dann guck ich so rüber auf seinen Bildschirm oder generell erstmal auf ihn. Was sehe ich? Am Handy, in Facebook erstmal. Oh. Geil, ey. Echt jetzt? Ja, hör mal, ganz böse, mach. Brennender Hügel betreten, ja, das wollen wir tun. Und ja, wir müssen. Ich höre den ganz schlecht. Alter, ich höre den ganz schlecht, den Daniel. Wo bist denn du eigentlich? Im Arsch der Welt. Ach, oh, Menno. Der kommt jetzt von sandige Hügel. Dann lass mal hier kurz warten auf den. Jo. Dann kill ich mal eben hier den Grabräuber, der dir folgt. Oh, das macht der. Der Böse. Der ist echt böse, wa? Okay, ich gehe schon mal von meinem Reittier runter. Gibt es da eigentlich auch irgendwie so einen Befehl oder so, den man machen kann, damit man von dem Reittier runter geht sofort? Du klickst einfach rechts nochmal auf das Logo von dem. Jo. So, das Spiel hat sich aufgehört. Du könntest den Komm, wir baden hier unten im Dreck. Komm, wir baden hier unten. Oh. Mach mal ganz kurz Cut.
So, ein paar kleine Schwierigkeiten bei mir. Bin aus Versehen auf, ja. Auf ein anderes, aus ein anderes Cut-Dingen gekommen. Genau. Aber egal, ist nicht schlimm. Ich war gerade am Baden. Ja, ich komme, ich folge dir. Jetzt musst du wieder singen. I follow you, deep sea, baby. Ja, genau, deep sea. Guck mal, deep hier unten. Deep sea. Aber welche Farbe da Wasser hat. Und jetzt geh mal mit deiner Kamerasicht unter das Wasser. Magic. Ich sehe meine Schamhaare. Ich muss mich mal wieder rasieren. Nein, ich sehe es nicht. Du siehst deine Schamhaare? Wieso? Hier ist gar kein Wasser mehr. Ja, ja. It's Warum? Magic. Oh. Du hast aber ehrlich einen Busch da unten, ne? Ja. Furchtbar, das sieht man oder? Richtig. Und da hängt ein Haar raus. Ja, nee, mehrere. Mehrere. Ich sehe an beiden Seiten. Furchtbar, ehrlich. Also. Ja, doch. Oh, also, das ist ja echt eklig. Nee. Das tut mir jetzt wirklich leid, dass ich dir so weit anmaßen musste. Alter, wo bleibt denn dein Bruder? Ja, der ist off. Der kommt wieder on und dann ist er wieder off. Aber der kommt jetzt. Der hat ein paar kleine Schwierigkeiten mit seinem PC. Okay, dann sind wir jetzt ein bisschen alleine. Okay, wollen wir ein bisschen kuscheln? Ja. Dann schaue ich jetzt doch nicht, deine Frau zu verführen. Wie? Nein, noch nicht mal. Dann, ich hab nichts gesagt. Nein, weggegangen. Oh. Oh. Mini-Haus schön, nur in der Hauszone. Ausblick. Da muss ich mich hinsetzen. Beeil dich mal. Warte, wie ging das nochmal? Das ist, ups. Guck mal. Was machst du da? Also bei mir bist du wie gerade einer Blauhund. Jetzt echt? Ja. Ferkel. Ferkel? Wie das einfach heißt, das Wort so Ferkel, ey. Du Ferkel. Ich lach mich über den Namen da kaputt, ey. Ferkel. Ferkel. Daniel ist in der Runde. Daniel. Ja, Daniel, dann geh einfach durch Sand der Bucht. Moment, ich bin schon wieder viel zu nah dran. So. Nicht Sand der Bucht. Ich muss die ein oder anderen. Ah, genau, davon muss ich 20 Stück machen. Da können wir ja mal eben machen. Oh, was, dieser ja? Blöde hier. Der blöde Hurensen. Hurensen? Oh, da ist eine Hurensen. Schriftrolle. Und, die Bögen. Ey, was ist das denn? Was ist das denn? Guck mal, hier ist irgendwas. Ich bin da bei Spaß. Ja, du wurdest gestunt von dem Monster. Böse. Das heißt, du kannst dich auch gar nicht mehr bewegen, ne? Nö. Ich sammle auch nicht mehr. Sammle jetzt die Blümchen ein. Oh, what? Diese. Die sind so viele, ne? Dreimal fail, ey. What? What can I do with a drunken sailor? What can I do with a drunken sailor? Komm schon! Ey, der tötet mich! Sammeln, ne? Ja, ich weiß. Du musst doch mal zu mehr kommen. Ich habe ja keinen Grumpf. Also da könnt ihr auch nichts. Ne? So. Ich nehme die Bögen. Daniel ist wieder online. Yay! Komm, wir killen die Bösen hier. Ja, machen wir. Ali, jetzt habe ich ja einen Cut in meinem Video. Und ich weiß nicht genau, wie lange wir aufnehmen. Also bin jetzt bei 9 Minuten. Ja, dann können wir noch eben den Malone killen. Das ist nämlich der Endboss von dem ganzen Gebietchen hier. Echt? Können wir noch? Ja, das dauert nicht allzu lange. Oder wollen wir extra daraus eine Folge machen, so eine kleine Special? Ja, lass uns das Specialchen machen hier. Ja, und dann lassen wir uns jetzt Zeit. Mit dem, genau, ich muss auf jeden Fall hier die Bögen einsammeln. Ja, zack. Sammel du ein, ich töte 20 die Stück. Ich hab... Oh, noch mehr und ja, sehr geil. Töte du alles. Ich habe jetzt 6, 7. Herzlichen Glückwunsch. Oh, geil. Leute. Ja. Wuhu, guck mal. Level up. Level up. Ich bin älter als du. Haha. Nur ein Jahr. Sehr cool. So, dann werden wir den auch mal... Oh, ich wollte gerade Dark Sheep töten, aber... Nicht gut. Hä?
Ja. Wäre ehrlich keine gute Idee. Du weißt ja noch, wie das ausging da im PvP-Bereich, ne? Ja. Auf jeden. Weißt das noch. Aber komm, wir haben ihn gut kaputt gemacht zusammen. Blackie. Jo, haben wir echt gut gemacht. Da, ich sammle die ganzen Bögen ein. Klar, haben wir den besiegt. Hallo, ich brauche einen Bogen. Aber nur wegen mir natürlich, ne? Die hat keinen Bogen gedroppt. Ja, aber der war schon echt stark so. Also, Krieger und Joker sind schon echt beides Strongmans. Aber ich muss sagen, Joker natürlich, wenn man den besser skillen noch eine. Kann. Was ist das eigentlich hier für ein Scheiß? Und der plus 9er Sachen hat dann. Da brauchst du nicht einsammeln, das ist irgendein Scheiß. Ja, ich weiß. Nee, ich wollte das auch nicht einsammeln. Aber ich wollte mal eben die beiden Karten öffnen, die ich gerade bekommen habe. Okay. Ja, weil ich ja sagen wollte, mit den Jokern, wow. Wenn man da plus 9er Waffe draufhaut und die richtig gut skillt. Diese Bogenschützin wurde von Malone wegen ihrer ausgezeichneten Fähigkeiten ausgewählt. Abenteurer greift sie schnell und geschickt an. Joa. Da unterbrechen sie mich einfach. Eiskalt. Entschuldigung, ich werde angegriffen. Eiskalt. Ich muss den mal eben töten. Wie heißt das nochmal, das Lied? Eiskalt. Weiß ich nicht. Steppen, ne? Steppe ich im Club mit meinen Jungs. Ja, genau. Eiskalt. Alles gefriert um mich herum. Eiskalt. Habe ich vielleicht schon alle? Oder warum? Ah, ne, da ist noch einer. 13. 13 von 20 Stück. 14, ja. Da ist noch eine. Zack, zack. Und da ist noch eine. Die sag mal so, ne? Na komm schon. Boah, ach, die war schon tot. Alles klar. So, dann haben wir. Ja, kein Problem, passiert. Ist auch schon ein bisschen spät, ey. Ein Bögchen, ach wie süß. Ein Bögchen, die Versüßung. So, da ist der die blöde Bitch schon wieder hier. Damn, bam, bam. Tja, du hast gar keine Chance gegen mich. So, 18 habe ich. So, hier ist nur einer und da hinten bei mir. Bist fertig eigentlich so. Wo? Also hier. Und jetzt hier. Ah, da ist noch einer. Und jetzt hier. Yeah, cool. So. Ich brauche aber trotzdem noch die Bogenschützen. Nee, brauche ich doch nicht mehr. Nee, brauchst du nicht mehr. So, dann würden wir sagen, beenden wir die Folge auch. In der nächsten Folge könnt ihr sehen, wie wir den Malone töten. Ja, da freue ich mich richtig drauf, weil da müssen wir nämlich endlich mal wieder taktisch vorgehen. Ja. Und da sind wir ja mit einem Nah- und Fernkämpfer und mit jemandem, der heilen kann, richtig gut bedient. Ja, hoffentlich. Sehe ich ein bisschen. Vorgehen, weil der ist so schwer. Ja, alleine ist der auf jeden Fall schwer. Weil der kann mich auch stunnen und der, den seine AOE ist auch sehr gut. Gehen wir so lange hier hin in der Mitte, da greift uns keiner an, hoffe ich. Okay, so. Cool. Dann bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Jo, ciao.